Wir alle kennen das Sprichwort, liebe die Haut, in der du steckst. Aber wenn dir etwas an deinem Aussehen nicht gefällt, kannst du wahrscheinlich etwas dagegen tun. Zumindest wenn du genug Geld hast, um in teure Kosmetikbehandlungen zu investieren. Aber was passiert, wenn jemand mit zu viel Geld beschließt, sein Aussehen zu verändern? Nun das, und dies, und dies. Werfen wir einen Blick auf einige reiche Leute, die sich schier in Plastik verwandelt haben. Jocelyn Wildenstein. Würde man die heutige Jocelyn Wildenstein bitten, sich neben ihr früheres Ich zu stellen, würde man sie wahrscheinlich nicht einmal für eine entfernte Cousine halten. Denn die Jocelyn Wildenstein von heute gleicht eher einer schlecht gezeichneten Karikatur als einem echten Menschen und schon gar nicht einer 75-jährigen Frau. Aber wie kommt es, dass das Gesicht dieser einst so attraktiven amerikanischen Berühmtheit aussieht, als sei es mit einer Fahrradpumpe aufgepumpt worden? Jocelyn wurde 1945 in Lausanne in der Schweiz geboren, zog aber später nach Paris, wo sie eine gute Jägerin und Pilotin wurde. Bei einem Jagdwochenende lernte sie den milliardenschweren Kunsthändler Alec Wildenstein kennen. Beide heirateten und bekamen zwei Kinder. Später fand Jocelyn jedoch heraus, dass ihr Mann sie mit einem 19-jährigen russischen Model betrogen hatte und es folgte eine medienwirksame Scheidung, die 1999 weniger einvernehmlich endete. Um ihren Ex-Mann zurückzugewinnen, schmiedete Jocelyn einen Plan. Wenn ihr Mann so gerne Großkatzen jagte, sollte sie sich einfach selbst in eine verwandeln. Nach einer Trennung sicherte sich Jocelyn eine Abfindung von 2,5 Milliarden Dollar und über 100 Millionen Dollar Unterhalt pro Jahr, was sie zu einer der reichsten Frauen Amerikas machte. Und was hat sie mit dem vielen Geld gemacht? Sie hat es in teure Operationen gesteckt. Mehr nicht. Experten vermuten, dass sie sich unter anderem die Ober- und Unterlider, die Augenbrauen, das Gesicht, die Lippen, das Kinn, Fetttransplantationen und Wangenimplantate operieren ließ. Es wird auch vermutet, dass sie sich einer Operation namens Cantopexie unterzogen hat, bei der die Augen angehoben werden, um ihr ein katzenartiges Aussehen zu verleihen. Jocelyn beteuert jedoch, dass sie sich keine Operation unterzogen hat und ihr Aussehen ihrem Schweizer Erbe verdankt. Ach ja, ich hatte vergessen, dass in der Schweiz alle wie Löwen-Menschenhybriden aussehen. Nachdem Jocelyns Ex-Mann 2008 gestorben war, lebte sie in einer komfortablen 13-Millionen-Dollar-Wohnung im 51. Stock des Trump Towers. Doch all das brach 2018 zusammen, als sie schockierenderweise Konkurs anmeldete und behauptete, ihr Kontostand wäre bei 0 Dollar. Bei so vielen Tricks in der plastischen Chirurgie ist es leicht, sich täuschen zu lassen, aber auf eines kannst du dich verlassen, hierbei krass machen wir alles ganz natürlich. Du kannst dich also jeden zweiten Tag auf verrückte, wunderbare und verblüffende Inhalte freuen und das alles für den kleinen Preis eines Gefällt mir und Abonnierens und das Kitzeln des Glockensymbols. Alles gemacht? Cool, dann weiter. Detox. Der nächste Schönheitschirurgie-Fanatiker muss nicht vorgestellt werden, wenn es hier im Haus RuPaul's Drag Race Fans gibt. Detox, mit bürgerlichem Namen Matthew Sanderson, ist eine weltberühmte Drag Queen und eine der denkwürdigsten Kandidatinnen der Show. Sie belegte in Staffel 5 den 4. Platz und kehrte später zu All-Stars 2 zurück, wo sie den 2. Platz belegte. Obwohl Detox in beiden Fällen nicht die Krone gewann, ist sie sicherlich eine der am meisten kosmetisch verschönerten Königinnen der Show. Detox wurde Anfang der 2000er Jahre durch ihre Auftritte in Nachtclubs bekannt und trat sogar in Musikvideos für Stars wie Rihanna und Kesha auf. Seitdem hat sie eine erfolgreiche Karriere hingelegt. 2019 war sie sogar auf dem Cover des New York Magazine zu sehen und belegte Platz 14 auf der Liste der 100 mächtigsten Drag Queens in Amerika. Natürlich sieht sie ohne all das Make-up und die Perücken ganz anders aus, aber auch Sanderson selbst hat sich optisch stark verändert. Einst sah er aus wie ein ganz normaler, nerdiger Junge, der im Alter von 17 Jahren nach dem Besuch einer allerersten Drag-Show die plastische Chirurgie für sich entdeckte. Rückblickend sagte Sanderson einmal: "Mein ganzes Leben lang war ich eine dicke Bohne. Ich war sehr dünn und dann wurde mir klar, dass ich mir mit einer Spritze einen schönen Körper machen kann." Und genau das hat er getan. Die genaue Anzahl der Eingriffe, die für Detox nötig waren, ist nicht bekannt, aber Sanderson hat in der Vergangenheit davon gesprochen, dass er sich Unmengen von Silikon in seinen Körper spritzen ließ, unter anderem in seine Hüften, seine Brustmuskeln, seine Schultern und seinen Hintern. Im Jahr 2018 geriet Detox in die Schlagzeilen, nachdem ein Verfahren zur Herstellung des perfekten Sixpacks schrecklich schiefgegangen war. Wie man sehen kann, sahen Sandersons Bauchmuskeln am Ende völlig ungleichmäßig und klumpig aus. Detox trat daraufhin in der
Fernsehshow Botched auf, in der er berühmte Chirurgen anflehte, seine peinlichen Bauchmuskeln in Ordnung zu bringen. Reiche Leute tun wirklich alles, um nicht zu trainieren. Nanette Hammond. Ich bin keine normale Mom, ich bin eine coole Mom, sagte Amy Poehlers Charakter in Mean Girls. Das fasst ziemlich genau die Einstellung von Nanette Hammond, einer 45-jährigen Mutter von 5 Kindern, zusammen. Die Mutter aus Cincinnati beschloss, dass ein normales Aussehen nichts für sie sei. Stattdessen beschloss sie, dass sie aussehen wollte wie, man ahnt es, Barbie. Hammond, die als kleines Mädchen gerne mit Puppen spielte, hat bereits fast $500.000 für ihre Verwandlung ausgegeben und sie hat nicht vor, damit aufzuhören. Ihre Reise durch die Schönheitschirurgie begann im Alter von 21 Jahren, kurz nachdem sie begonnen hatte, ihre Haare platinblond zu färben, als sie $3.000 für ihre erste Brustvergrößerung ausgab. Bald darauf ließ sie sich regelmäßig Botox spritzen und ihre Lippen mit Kollagen auffüllen, heute ein Ritual. Als Nanette Anfang 30 war, fing sie an, richtig viel Geld auszugeben. $1.700 für Haarverlängerungen und Färbungen, $140 im Monat für Bräunungssprays, $350 für Maniküre und Pediküre und $490 für Wimpernverlängerungen. Weil sie so klein ist, muss Nanette sich Kleidung nach Maß anfertigen lassen und das kostet nochmal $280 im Monat. Und das ist noch nicht alles. Mit 38 Jahren ließ sich Nanette nochmals die Brüste vergrößern, um ihre Körbchengröße auf 28 H zu erhöhen, für stolze $9.800. Außerdem gab sie $50.800 für Zahnschienen aus, um ein perfektes Cartoon-Lächeln zu bekommen. Wie sie das alles bezahlt? Ganz einfach. Gar nicht. Es ist ihr Mann Dave. Um ihre Barbie-Fantasie zu vervollständigen, hat Nanette sogar 3 maßgeschneiderte Barbie-Autos im Gesamtwert von $247.000 gekauft, ebenfalls von Dave. Nanette entschuldigt sich nicht für ihren verschwenderischen Lebensstil und genießt den Gedanken, dass sie wahrscheinlich bis ins hohe Alter wie Barbie aussehen wird. Was sagen ihre Kinder dazu? Nun, in Nanettes eigenen Worten sind sie einfach so stolz auf mich und auf das, was ich durch die Operation erreicht habe. Ist das nicht süß? Jessica Alves. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass die 36-jährige brasilianisch-britische TV-Persönlichkeit und ehemalige Flugbegleiterin Jessica Alves im Laufe der Jahre mehr als nur ein paar Schönheitsoperationen hinter sich hat. Die Plastikprinzessin wurde am 30. Juli 1983 in Rodrigo Alves in São Paulo als Tochter einer brasilianischen Mutter und eines britischen Vaters geboren. Alves Großvater kaufte ihr Barbie-Puppen und erlaubte ihr, sich so zu kleiden, wie sie es als Kind wollte. Alves fühlte sich jedoch nie wohl in ihrem eigenen Körper und wurde wegen ihres Aussehens gemobbt, was sie dazu brachte, sich in die Perfektion zu verlieben, die nur eine Plastikpuppe haben kann. Im Alter von 19 Jahren unterzog sich Alves ihrer ersten Nasenoperation, die ihr eine völlig neue Welt der Möglichkeiten eröffnete. Doch die erste Puppe, der sie nacheifern wollte, war nicht Barbie, sondern Ken. Weil sie sich so lange unsicher gefühlt hatte, beschloss sie, sich in das ultimative Bild von Männlichkeit zu verwandeln, mit prallen Brustmuskeln, straffen Bauchmuskeln und gemeißelten Wangenknochen. Zu den insgesamt 103 Operationen im Wert von über $500.000, die für den auffälligen Look nötig waren, gehörten Haarimplantate, ein Brauenlifting, ein Augenlifting, angelegte Ohren, Wangenimplantate und Füllstoffe, die in ihre Schultern, Trizeps und Bauchmuskeln gepumpt wurden, um ihr das perfekte Sixpack zu verpassen. Doch 2019 begann Alves sich mit etwas auseinanderzusetzen, das sie lange verheimlicht hatte. Sie war Transgender. Ihr Wunschbild war nicht Ken, sondern Barbie. Ein Jahr später ging Alves an die Öffentlichkeit und präsentierte der Welt ihren weiblichen Namen und ihr neues Aussehen. Wie man sieht, hat Alves jetzt üppige blonde Locken, eine kurvige Taille, volle Lippen und einen großen Busen. Weitere $130.000 hat sie bereits für ihre Verwandlung in eine Frau ausgegeben, unter anderem für die Entfernung des Sixpacks, die Brustvergrößerung, die Rasur von Adamsapfel und Kiefer, das Gesicht und Augenlifting, die Fettabsaugung und Botox-Injektion. Doch wie kann man sich das alles leisten? Nun, ihre Familie besitzt eine Reihe von Lebensmittelgeschäften in Brasilien, die sie sehr reich gemacht haben, obwohl nicht klar ist, wie viel Alves selbst davon profitiert hat. Aber sie hat auch einige Immobilien in Marbella, Spanien geerbt, die sie an Touristen vermietet. Außerdem ist sie im Laufe der Jahre zu einer Art Fernsehpersönlichkeit geworden, die in verschiedenen Reality-Shows wie Celebrity Big Brother UK auftritt. Obwohl ihr Aussehen bereits auffällig ist, hat Alves neben ihrem Traum von einer kompletten Geschlechtsumwandlung noch viele weitere kosmetische Eingriffe im Kopf. Für Alves ist wahres Glück die größte Investition im Leben. Valeria Lukianova.
Wer auch nur eine vage Vorstellung davon hat, wie eine Barbie-Puppe aussieht, dem kommt das 35-jährige ukrainische Model Valeria Lukjanova wahrscheinlich bekannt vor. Man nennt sie die Barbie des wahren Lebens und es ist leicht zu verstehen, wieso. Mit ihren fesselnden eisblauen Augen, dem perfekten glatten platinblonden Haar und den unmöglichen Körperproportionen, darunter eine schmale Taille und üppiger Busen, ist es schwer zu glauben, dass Valeria nicht in einer Fabrik hergestellt wurde. Die lebensgroße Puppe wuchs in Tiraspol auf, einer düsteren Stadt in Moldawien, dem ärmsten Land Europas. Als Teenager rebellierte Valeria und entschied sich zunächst für einen Gothic-Look, doch als sie 16 Jahre alt war und nach Odessa in der Südukraine zog, änderte sich alles. Nachdem sie einige kleine Modeljobs ergattert hatte, färbte sie sich zum ersten Mal die Haare platinfarben und lernte einen wohlhabenden Baumogul namens Dimitri kennen. Schon vorher hatte Valeria gelernt, sich immer theatralischer zu schminken und zu frisieren, aber erst mit ein wenig Hilfe von Dimitris Bankkonto nahm ihre Verwandlung richtig Fahrt auf. Heute ist ihre Taille unvorstellbar schmal und ihre Proportionen ähneln kaum noch denen eines normalen Menschen. Doch wer genau wissen will, welche Eingriffe ihr zu diesem Aussehen verholfen haben, wird es kaum aus erster Hand erfahren. Die einzige Operation, die Valeria jemals zugegeben hat, ist eine Brustvergrößerung, während sie behauptet, der Rest ihres Aussehens sei einfach das Ergebnis von Make-up, täglichem Training im Fitnessstudio und einer bestimmten Ernährung. Im Jahr 2014 erklärte sie sogar, dass sie einer Sekte namens Brevaterianism beigetreten sei und sich nur von Luft und Licht ernähre, obwohl sie bald merkte, dass das nicht nachhaltig war. Dank ihres surrealen Aussehens ist Valeria zu einer unglaublich einflussreichen Figur geworden und hat sogar Anhänger im echten Leben wie die YouTuberin Anastasia Spagina, die versuchen, ihr Aussehen mit raffinierten Make-up-Tricks nachzuahmen. Diese reale Barbie ist vielleicht ein bisschen nervig anzusehen, aber wir können froh sein, dass sie sich nicht für Chucky entschieden hat. Justin Jetlika. Wenn Valeria Lukjanova eine menschliche Barbie-Puppe ist, dann ist Justin Jetlika Ken. Im Ernst, wenn dieser Typ in einem Schaufenster stehen und so tun würde, als wäre er eine Puppe, würde man wahrscheinlich nicht zweimal hinsehen. Der heute 40-jährige Justin wurde 1980 in New York geboren und war von der Idee der Schönheitschirurgie besessen, nachdem er als Kind die Reality-Show Lifestyles of a Rich and Famous gesehen hatte. Für Justin war die Operation ein Symbol für den Reichtum und den glamourösen Lebensstil, dem er nacheifern wollte. Leider waren seine Eltern mit kosmetischen Eingriffen nicht einverstanden und so musste er warten, bis er alt genug war, um mit seiner Verwandlung zu beginnen. 4 Tage nach seinem 18. Geburtstag wurde Justins Nase rekonstruiert und der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Im Jahr 2012 hatte er bereits rund 190 kosmetische Eingriffe hinter sich, darunter Nasenkorrekturen, Brustimplantate, Schulterimplantate, Bizepsimplantate, Augenbrauenrasur und Lifting, Wangenvergrößerung und mehrere Fettabsaugungen. Inzwischen wird gemunkelt, dass Justin mehr als 1000 verschiedene Eingriffe hat vornehmen lassen, was ihm wahrscheinlich zu 99% aus Plastik macht. Obwohl Justin nicht aus besonders wohlhabenden Verhältnissen zu stammen scheint, war er mit einem erfolgreichen Geschäftsmann verheiratet und das Paar lebte im Trump Tower, bevor sie sich 2016 scheiden ließen. Justin behauptete einmal, dass er rund $600.000 für verschiedene Operationen und Behandlungen ausgegeben habe. Heute lebt Justin in Australien und ist stolz darauf, eine polyamore Beziehung zu führen. Das ist auf jeden Fall eine moderne Interpretation der Geschichte von Barbie und Ken, als ich sie aus meiner Kindheit kenne. Sahar Tabar. Während Valeria Lukjanovas Muse eine Plastikpuppe ist, hat sich die 22-jährige iranische Influencerin Sahar Tabar für ein lebendes Vorbild entschieden. Für Sahar ist die Hollywood-Ikone Angelina Jolie der Inbegriff von Schönheit. Aber wenn sie glaubt, dass Jolie so aussieht, sollte sie ihre Augen untersuchen lassen. Tatsächlich sieht Sahar eher wie eine untote Version des Stars aus. Kein Wunder, dass sie oft als Zombie Angelina Jolie bezeichnet wird. Früher sah Sahar, die eigentlich Fatme Kishwant hieß, wie ein ganz normaler Teenager aus. Doch 2017 hatte sie bereits hunderttausende Follower auf Instagram, nachdem sie seltsam verstörende Bilder ihres entstellten Aussehens gepostet hatte. Wie man sich denken kann, scheint Sahar ihr Aussehen mit Photoshop geändert zu haben. Das erklärt die hochgezogene Nase, die super dünnen Gliedmaßen und die seltsam gefleckte Haut, die wir auf ihren Fotos sehen. Sie trägt auch farbige Kontaktlinsen und Piercings an den Wangen, um ihr Aussehen zu verstärken, aber es besteht kein Zweifel, dass auch chirurgische Eingriffe im Spiel waren.
Obwohl sie in den Videos, die sie in sozialen Netzwerken hochgeladen hat, nicht ganz so extrem aussieht, ist es offensichtlich, dass Sahar ihr frisches Gesicht stark geändert hat. Ihre Nase wirkt zusammengekniffener, ihre Wangen magerer und ihre Lippen deutlich voller, was darauf schließen lässt, dass sie zumindest einer Nasenkorrektur, einer Fettabsaugung und einer Injektion von Fillern unterzogen hat. Leider ist es unwahrscheinlich, dass wir jemals mehr über Sahar Tabars Privatleben erfahren werden oder darüber, wie sie sich die Schönheitsoperation leisten konnte, da sie 2019 in Teheran verhaftet wurde. Sahar wurde der Bestechung von Jugendlichen, der Blasphemie, der Anstiftung zu Gewalt und der Einkommenserzielung mit unangemessenen Mitteln beschuldigt. Sie wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt und hat seitdem Angelina Jolie gebeten, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Auch Sahars Instagram-Account wurde nach ihrer Verhaftung gelöscht. Es sieht also nicht so aus, als würden wir in nächster Zeit wieder etwas von ihr hören. Pixie Fox. Viele Frauen wünschen sich eine Sanduhrfigur, aber was bedeutet das eigentlich? Pixie Fox, Model und ehemalige Elektrikerin, hat sich für mehr als $125.000 operieren lassen, um sich von einer normalen Frau in eine lebende Karikatur zu verwandeln. Die 31-jährige Schwedin will so aussehen wie ihre Lieblingsfiguren, von der kleinen Meerjungfrau bis hin zu Jessica Rabbit, und schreckt dabei vor nichts zurück. Bisher hat sie über 200 verschiedene Schönheitsoperationen hinter sich, darunter eine Nasenkorrektur, eine Augenlidstraffung, ein Augenbrauenlifting, Lippen- und Wangenaufspritzungen, 4 Brustvergrößerungen und ein brasilianisches Po-Lifting. Pixie trug auch permanentes Make-up auf, eine kosmetische Technik, bei der das Gesicht mit Mustern tätowiert wird, die wie Make-up aussehen. Zum Beispiel als Lidstrich oder um die Farbe von Wangen und Lippen zu verstärken. Aber das ist bei weitem nicht das Verrückteste, das sie getan hat, um ihr Ziel zu erreichen. Natürlich sind Zeichentrickfiguren für ihre unmöglichen Proportionen bekannt, aber Pixie stand nur eines im Weg: ihre Rippen. Also ließ sie sich 2015 6 Rippen entfernen, um eine möglichst schmale Taille zu bekommen. Sie bezeichnete die Operation als Traum, gab aber zu, dass die meisten Schönheitschirurgen in den USA diese Operation nicht durchführen würden. Pixie, die zuvor rund um die Uhr ein Korsett trug, hat nun einen Taillenumfang von 16 Zoll, hofft aber, den derzeitigen Weltrekord von 15 zu brechen. Aber das ist noch nicht alles. Für ihren Comic-Look ließ sie sich auch die Nase und die Ohren spitz zulaufen, und 2017 reiste sie nach Südkorea, um sich den Kiefer brechen, rasieren und für ein spitzeres Kinn zurücksetzen zu lassen. Ein Jahr zuvor, 2016, machte sie Schlagzeilen, als sie sich einer riskanten Operation unterzog, um sich permanente Augenimplantate einsetzen zu lassen. Der Eingriff, der in Neu-Delhi, Indien, durchgeführt wurde und normalerweise nur zur Korrektur von Anomalien eingesetzt wird, kostete rund $5.600 und veränderte ihre Augenfarbe dauerhaft von blau in ein bewusstes, cartoonhaftes Meeresgrün. Nachdem sie in unzähligen Magazinen, mehr als 180 Zeitungen und Fernsehshows in 42 Ländern abgebildet wurde, scheint die anhaltende Besessenheit der Medien von Pixies kosmetischer Reise auszureichen, um sie zu finanzieren. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis Pixie eine Operation entdeckt, die sie in einen 2D-Menschen verwandelt. Fulvia Pellegrino. Wenn man auf der Straße an der 56-jährigen Italienerin Fulvia Pellegrino vorbeigeht, könnte man meinen, man sei gerade an einer glamourösen Aufblaspuppe vorbeigelaufen, die zum Leben erwacht ist. Aber wenn du Fulvia an ihrem Hochzeitstag siehst, würdest du sie kaum aus der Reihe tanzen sehen. Oh, mein Fehler, ich habe sie auf dem Foto nicht erkannt. Sie ist die mit der Krawatte. Falls du noch nicht 2 und 2 zusammenzählen kannst, Fulvia, früher bekannt als Fulvio, ist eine Transgender-Frau. Fulvia merkte, dass sie im falschen Körper geboren wurde, als sie gerade 15 Jahre alt war. Aber sie wusste, dass die Menschen in ihrer kleinen Heimatstadt Peverano das nicht verstehen würden, nicht zuletzt ihre streng religiöse Familie. Also hielt Fulvia ihre Identität geheim und schwor, sich als Mann zu leben. Getreu ihres Plans lernte sie ihre Frau Marisa kennen, die andere Frau auf dem Foto, und die beiden gründeten eine Familie. Tagsüber verkörperte Fulvia eine übertriebene Männlichkeit und legte sich eine Sammlung von Waffen und teuren Autos zu. Nachts jedoch besuchte sie die örtlichen Schwulenbars und verkleidete sich im Schutz ihrer Garage sogar als Transvestit. Doch vor etwa 20 Jahren beschloss Fulvia, dass sie ihre wahre Identität nicht länger vor der Welt verbergen konnte.
Sie erzählte ihrer Frau Marisa von ihren Plänen, sich umzuwandeln, und nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte, beschloss Marisa, sie zu unterstützen. Obwohl Fulvia früher ein Restaurant geführt hatte, arbeitete sie nicht mehr und das Paar war auf Marisas Gehalt als ganzheitliche Therapeutin angewiesen. Aber Fulvia wusste, dass sie damit nicht weit kommen würde, wenn es darum ging, sich unter das Messer zu legen. Also verkaufte Fulvia ihre Waffen, Autos, ihr ehemaliges Restaurant und sogar ein Haus in Frankreich, um die teuren Operationen zu finanzieren. Mit der Unterstützung von Marisa gab Fulvia fast $80.000 für ihre Verwandlung aus. Dazu gehörten 150 Lippen- und Wangenknochenaufspritzungen, 4 Brustvergrößerungen, 2 Fettabsaugungen, Haut- und Laserhaarentfernungen sowie eine Gesäßstraffung, die $30.000 kostete. Doch Fulvia ist noch nicht zufrieden. Sie hat noch einige Eingriffe vor sich, darunter die komplette Geschlechtsumwandlung. Außerdem sind einige ihrer Operationen nicht so gut verlaufen wie geplant. Ihr Bauchnabel liegt jetzt etwas tiefer, als er sein sollte, und ihre verfuschten Lippen sehen für ihren Geschmack zu unnatürlich aus. Leider wurde Fulvia von ihrer Familie verstoßen und sie und Marisa wurden von ihrer Stadt geächtet. Aber sie haben einander und das ist alles, was zählt. Liebe ist wirklich unbezahlbar. Martina Big. Manchmal scheint es, als wollten sich die Schönheitschirurgen gegenseitig übertreffen, wenn es um den Schockfaktor geht. Aber wenn man mich fragt, gibt es nur eine Königin der extremen Körperveränderung und das ist Martina Big. Die 32-Jährige wurde 1988 in einer westdeutschen Stadt in der Nähe von Luxemburg geboren und begann nach dem Abitur eine Karriere als Flugbegleiterin. Bei der Arbeit lernte sie ihren Mann Michael kennen, der Pilot ist. 2012 gab Martina ihren Beruf auf, um sich ganz dem Modeln und der Schauspielerei zu widmen. Zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere sah Martina sicherlich ein wenig anders aus als die Frau, die wir heute sehen. Nein, das ist kein Witz, das ist sie wirklich. Im Dezember 2012 unterzog sich Martina ihrer ersten Brustvergrößerung mit großen dehnbaren Implantaten. Seitdem hat sie sich 23 weiteren Vergrößerungen unterzogen, um ihre Vorzüge zu vergrößern, bis hin zu einer monumentalen BH-Größe von 32S. Zur Veranschaulichung, darin steckt jetzt jeweils ein Implantat, das fast 10-mal so groß ist wie ein Doppel-D-Implantat, das sie mit einer Kochsalzpumpe aufpumpt. Aber das ist noch lange nicht das Schockierendste an Miss Big. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass sie im Laufe ihrer Körperveränderung auch deutlich dunkler geworden ist. Zuerst war es ein ungesunder Bräunungswahn, der sich immer weiter von ihrer natürlichen Hautfarbe entfernte, doch dann kam Martina die Erleuchtung. Was, wenn sie gar keine weiße Frau sein wollte? Tatsächlich behauptete das ehemals hellhäutige Model, dass sich ihre Augenbrauen und Haarfarbe auf wundersame Weise änderten, nachdem sie eine Reihe experimenteller Bräunungsspritzen erhalten hatte, die ihre wahre Berufung im Leben offenbarten. Im Jahr 2019 sorgte Martina für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie kürzlich mit ihrem Freund Michael in Kenia war, wo sie von einem kenianischen Pastor getauft wurde, der ihr den Namen Malaika Kubwa gab, was auf Swahili großer Engel bedeutet. Obwohl sie jetzt wieder in Deutschland lebt, sagt Martina, dass sie im Herzen eine afrikanische Frau ist und trotz aller Hasstiraden die Traditionen hochhalten wird. Ich weiß, das klingt verrückt, aber am Ende soll doch jeder das machen, was er gerne möchte. Wenn es dir gefallen hat, von diesen extremen plastisch-chirurgischen Veränderungen zu hören, dann solltest du dir auf jeden Fall das nächste Video ansehen. Da geht es um Prominente, die heute nicht mehr wiederzuerkennen sind. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.